Dies ist eine freie Arbeit, auf einer ganz, ganz dicken Holzplatte gefertigt. Heißt für mich Vorfreude, weil ich meine eigene Vorfreude auf den Frühling darstellen wollte, wie nämlich endlich Blumen und Blüten sich ihren Weg zurück durch den Schnee erobern. Das wollte ich einfach bildnerisch umsetzen. Es ist jetzt keine Malerei, es liegt also unter dem Bild, als erste Schicht liegen Malschichten. Also da habe ich versucht, mit Farbe zu gestalten, damit noch leichte Grüntöne, leichte Rosetöne durchschimmern, durchzusehen sind. Und diese Farben habe ich aber mit ganz, ganz vielen Papierschichten, das ist ganz feines China-Papier, immer wieder überklebt. Und dadurch entsteht ein sehr, sehr milchiger Untergrund, aber die Farbigkeit ist immer noch zu spüren. Und dann kommen diese bunten Papiere, also das sind keine Malereien hier an der Seite, sondern das sind zerrissene Papiere, die ich eben vorher beklebt oder bedruckt hatte. Die habe ich wieder auseinandergerissen und neu angeordnet, eben zu diesem Bild. Das Ganze wird dann wiederum mit Wachs bearbeitet. Also es kommt eine dicke Wachsschicht oben drüber. Dadurch tritt es weiter in den Hintergrund, wird zunehmend diffuser. Jetzt kommen Zeichnungen ins Bild und letztlich nochmal Papiere, die oben drüber geklebt werden. Und damit, wie ich das jetzt auch schon sage, sehen Sie einfach, dass da eine Schichtung entsteht. Und als Abschluss habe ich jetzt geritzt mit einer scharfen Nadel, kann man ja schön durch diese Wachsschichten wieder durchritzen und dann bekommt das Bild nochmal oben drüber eine Ölfarbe, die reingearbeitet wird, die kann ich dann auch wieder abnehmen, aber in den Ritzungen bleibt eben diese dicke Ölfarbe hängen und es entsteht dann das fertige Bild.